Es ist für viele Menschen die Frau des Jahres überhaupt. Sie ist eine Frau, die atemberaubende Rekorde aufgestellt hat und das am laufenden Band. Sie ist die schnellste Frau aller Zeiten. Weltrekordlerin und dreifache Olympiasiegerin. Hier ist Florence Griffith Joyner. Hi Florence. Thank you for coming. Just take a seat. Also wenn man diese Bilder sieht, dann ist es immer wieder, der Knopf ist weg. Schon geht's los. Oh, eine Panne jagt die nächste. Unser schönstes Utensil. Just try it. I know it's difficult, but it's okay for you? Thank you. Florence Griffith Joyner, wenn man diese Bilder sieht, dann sieht man eine strahlende Olympiasiegerin, eine Frau, bei der Hollywood und Olympia sagen, so kann nur eine Siegerin eine Gewinnerin sein. Sind Sie Ihr ganzes Leben lang Siegerin gewesen, immer auf der Sonnenseite des Lebens gewesen? Oh no, I've always felt like a winner, but I've never been. Ich habe mich immer gefühlt, aber ich bin nicht immer die Gewinnerin gewesen. Ich wollte es gerne sein, aber ich bin auch manchmal an der zweiten Stelle gewesen und erst 1988 bin ich die Erste geworden. Diese fantastische Zeitlupenstudio, die wir eben gesehen haben, sie zeigt immer, dass Sie ungefähr zur Hälfte dieses strahlende Lächeln haben. Ist das der Moment, in dem Sie schon wissen, es kann nichts mehr passieren? Damals hatte ich den Eindruck, dass ich den Lauf gewonnen hatte und ich war glücklich. Ich wusste, Goldmedaille habe ich gewonnen, darüber habe ich mich gefreut. Die Freude war, das Rennen ist vorbei, ich habe gewonnen. Was denkt man in diesen knapp 11 Sekunden? Denkt man überhaupt irgendwas oder ist es nur dieses Zusammenspiel von Muskeln, Körper, Geist und mit Blick auf die Ziellinie? Was ich versuche, ist, mich zu konzentrieren auf das, was ich tue und mich darauf zu konzentrieren, dass ich in Bewegung komme, die Knie, die Arme richtig bewege und mich konzentriere auf das Ziel und bete, dass ich dorthin komme, bevor jemand anders dorthin kommt. Ein früherer Trainer von Ihnen soll gesagt haben, Sie laufen unkorrekt. Stimmt das? Und was ist unkorrekt an Ihrem Laufstil? Well, before 1987, nun, vor 1987 bin ich mit so einem Wackeln gelaufen. Das heißt, ich bin so von rechts nach links, von einer Seite auf die andere gewackelt. Und das habe ich dann versucht auszugleichen. Das war auch einer der Gründe, weshalb ich jetzt sanfter. Gleicher Grund ist auch, dass ich jetzt entspannt laufe. Entspannt ist das Wesentliche. Sie sind die Heldin von Seoul, von Olympia 88. Es gibt einen anderen, einen tragischen Helden, nämlich den Mann beim 100-Meter-Lauf, Ben Johnson, Goldmedaille und dann wieder weg. Würden Sie sagen, man sollte Ben Johnson nicht bestrafen und soll ihn im wahrsten Sinne des Wortes wieder laufen lassen? Well, I feel that if Ben Johnson, ich meine, dass wenn Ben Johnson wirklich Drogen genommen hat, und zwar bewusst, dann sollte er bestraft werden.
dann hat er kein Recht, ein Meister zu sein. Ich glaube, wir dürfen Drogen eben nicht nehmen. Harte Arbeit, Disziplin, Glaube an sich selbst, wenn das alles gegeben ist, dann werden Sie auch hier ein Weltmeister und dann brauchen Sie keine Drogen. Es gibt Leute, die vom Sport etwas verstehen, für die stimmt die Welt nicht mehr. Eine so bildschöne Frau wie Sie, so fantastische Zeiten, die also jenseits aller Vorstellungen sind, die man noch vor 2-3 Jahren hatte. Und das alles ohne Pillen und Pülverchen, die sagen, sie verstehen nicht, dass das geht. Aber es geht. Oh yes, I'm ja, das ist schon möglich. Zum Beispiel möchten natürlich viele Menschen den leichten Weg gehen, nicht viel Arbeit hineinstecken. Aber das ist wichtig für die jungen Menschen, die irgendwann mal hier etwas erreichen wollen. Denen muss man beibringen, harte Arbeit lohnt sich. Und weg von den Drogen, denn die zerstören viel. Man muss glauben an die harte Arbeit und an die Bestimmtheit, an die Hingabe. Eine so attraktive Frau, weltweit begehrt, ich könnte mir vorstellen, dass ich da als ihr Mann nicht mehr ruhig schlafen könnte. Oder kann das doch? Yes, he's not ja, a jealous husband. Er ist nicht eifersüchtig. We believe and have faith wir in our relationship and we love glauben an unsere Beziehung. Wir haben und wir sind nicht eifersüchtig aufeinander. Manchmal sagt er dann zwar, nun komm mal weg da oder deck dich zu oder so. Aber wirklich eifersüchtig ist er nicht. And then he goes everywhere I go. Und dann geht er ja auch überall dorthin, wo ich hingehe. Heute ist er auch da. Heute ist er auch. Yes, he is. Ja, er ist im Publikum. Sie haben Kinderbücher geschrieben und das heißt, in jede Stadt, in die Sie kommen, gehen Sie als erstes in ein Babygeschäft und kaufen dort Babywäsche. War das hier in Berlin genauso? Oh, I haven't done any shopping. Nein, in Berlin habe ich noch nicht yes, Einkäufe getätigt, aber in der Vergangenheit, als ich in Berlin war, habe ich auch Kindersachen eingekauft. Und in den nächsten 2-3 Jahren, da hoffe ich dann auch eine Familie selbst zu gründen. Und demzufolge kaufe ich, wo immer ich hingehe, etwas, um das vorzubereiten. Glauben Sie, dass das möglich ist, ein Kind zu bekommen und dann wieder diese Spitzenleistungen zu bringen, die Sie momentan bringen? Oder wäre das dann der Abschied vom Sport? Nein, wenn ich erst ein Kind habe, dann würde ich mich vom Sport zurückziehen. Es ist sehr schwierig, ein Kind zu haben und dann die Welt ständig zu bereisen. Sie müssen das Baby mitnehmen oder Sie müssen es bei jemandem lassen und jemanden finden, der sich wirklich gut um das Kind kümmert. Das ist schon sehr schwierig. Man muss den Menschen ja dann vertrauen. Nein, also ich meine, wenn ich ein Kind habe, dann ziehe ich mich zurück vom Sport. Florence Griffith Joyner, alles Gute weiterhin. Dass Sie weiter so gut laufen, dass Sie Ihre familiären Pläne verwirklichen können. Sie waren ein faszinierender Mensch 1988, nicht nur im Fernsehen, sondern hier auch bei uns. Danke und alles Gute. Thank you. Thank you very much.